Gut, ich darf alle wieder recht herzlich begrüßen zu unserer Online-Bewegungsstunde. Wie immer bei den Übungen achtet darauf, dass ihr euch nicht überbelastet. Spürt immer ein bisschen mit in euch rein, ob ihr die Übung mitmachen könnt. Oder ihr dürft natürlich jederzeit auch eine Pause machen. Leute, die ein Implantat haben bzw. ein Sauerstoffgerät, sollen vor allen Dingen ein bisschen mit den Drehbewegungen aufpassen. Der erste Durchgang ist im Stehen. Ihr braucht in der Nähe auf jeden Fall auch einen Stuhl, den wir wieder zum Festhalten auch benutzen können. Und fangen mit folgender Geschichte an. Wir stellen uns ganz gerade aufrecht hin und fangen erstmal an, leicht in die Knie zu gehen und dabei einfach die Arme ein bisschen zu schwingen. Arme schwingen ganz locker, die hängen aus den Schultern raus. Und wir dürfen jetzt mal anfangen, die Arme nach innen zu drehen, dass die Handaußenflächen zusammenkommen. Und dann fangen wir mal an, die Arme nach außen zu drehen. Also so wie beim Kegeln, die Handflächen zeigen nach oben. Noch fünfmal. 4, 3, 2, 1, Achtung, wir nehmen die Hände hinter den Kopf, wir bleiben gerade aufrecht stehen, die Ellbogen sind nach hinten gedrückt, der Bauch ist leicht eingezogen und wir drücken den Hinterkopf mal in die Hände rein, atmen aber weiter, bleiben ganz aufrecht für weitere 7 Sekunden. 6, 5, 4, 3, 1 und wieder locker lassen. Bitte alle Mikrofone ausschalten. Ich kriege ziemlich viel Rückkopplung gerade. Ich will nur wissen, ob das jetzt kommt, was letztes Mal nicht kam. Und wieder schwingen. Weiter schwingen. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1. Achtung, wir nehmen die Hände vorne an den Kopf. Wir bringen die Ellbogen zur Seite. Und drücken jetzt in gerade aufrechten Position die Stirn in die Hände nach vorne ein bisschen. Nicht volle Kanne, aber ein bisschen Druck aufbauen. 7 Sekunden runterzählen. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Weiter die Arme schwingen. Schwingen. Ja, wenn Sie es im Stehen machen, dann kann es gerne auch im Sitzen machen. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1. Achtung, wir nehmen die linke Hand über den Kopf, ziehen den Kopf zur linken Seite und bringen das rechte Bein nach hinten. Und biegen so richtig den Körper ein bisschen zur Seite. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und auflösen und wieder die Arme schwingen. 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 Achtung. Noch 3. Noch 2. Noch 1. Achtung, wenn ihr die rechte Hand greifen über den Kopf zum linken Ohr. Wir bringen das linke Bein hinter das rechte Bein. Wir biegen uns zur rechten Seite. Soweit es geht. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und auflösen. Der rechte Arm bleibt oben, der linke bleibt unten. Und jetzt machen wir mal gegengleiches Schwingen. Leicht in die Knie gehen, gegengleiches Schwingen. Erst bewegt sich der Oberkörper, nicht nur die Arme. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und Achtung, jetzt drehen wir auch den Körper mit. Drehen den Körper mit. Drehen. 5, 4, 3, 2, 1 und Stopp. Sehr gut. Wir nehmen den Stuhl, der Stuhl ist auf der linken Seite unseres Körpers, dass wir uns mit der linken Hand festhalten können. Das rechte Bein steht hinten
Und wir fangen erstmal wieder an, nur den rechten Arm zu schwingen. Wir schwingen den rechten Arm. Wir rotieren den Oberkörper mit, das kennen wir schon, wie als würden wir es mit der rechten Hand über die linke Schulter schmeißen wollen. Rechte Hand über die linke Schulter. Schwingen. 5, 4, 3, 2, 1 und Achtung. Wir nehmen die rechte Hand, greifen die zur linken Schulter, über die linke Schulter, so weit wie es geht, richtig drüber greifen, ja, und gehen dabei mit dem Oberkörper nach unten. Wir drehen uns auf, tun die Hand hinter den Kopf, soweit es geht, und wechseln wieder nach vorne. Unten, beugen, rotieren, Hand heben, hinter den Kopf nehmen und aufrotieren. Genau. Und daraus versuchen wir jetzt mal, eine fließende Bewegung zu machen. Zur linken Schulter greifen, hinter den Kopf greifen. Zur linken Schulter greifen, hinter den Kopf greifen. Noch einmal, linke Schulter, rechts hinter dem Kopf. Achtung, wir bleiben so stehen. Die rechte Hand bleibt hinter dem Kopf. Der rechte Fuß geht hinter das linke Bein über Kreuz. Und wir machen leichte, wippende Bewegungen zur Seite. Wippen. Wippen. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und auflösen. Nochmal. Und nochmal reingehen. Rechtes Bein hinter das linke, mit der linken Hand festhalten. Aber jetzt den rechten Arm lang machen. Und wir wippen hier nochmal nach. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1. Achtung, wir bleiben in der Position, nehmen die andere Hand, legen sie über das Handgelenk des gestreckten Armes. Und drücken den Arm wie immer nach oben in die Hand rein und halten das für 10 Sekunden. Weiter atmen, lang bleiben. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Ausschütteln, auflösen. Ausschütteln die Arme und die Beine. Jawohl. Und wir wechseln auf die andere Seite. Das heißt, der Stuhl kommt auf die rechte Seite. Das linke Bein kommt nach hinten, das rechte kommt nach vorne. Mit dem linken Arm tun wir erstmal locker schwingen. Schwingen. Jawohl. Wir fangen an, den Rumpf mitzudrehen. Das heißt, wir schmeißen jetzt mit der linken Hand was über die rechte Schulter. Mit Rumpfrotation. Schwingen. Schwingen. Noch 5. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Noch 1. Achtung! Wir nehmen die linke Hand und legen die linke Hand auf die rechte Schulter. Wir rotieren richtig weit mit dem Oberkörper, drehen uns wieder auf und legen die linke Hand hinter den Kopf. Und wieder auflösen, zurückreißen, zur rechten Schulter nach vorne drehen. Und wieder nach hinten aufrichten und die Hand hinter den Körper legen. Und jetzt versuchen wir eine schöne, gleichmäßige Bewegung zu finden. Runter, ausatmen, hoch, einatmen. Runter, ausatmen, hoch, einatmen. Noch zweimal, runter, aus, hoch, ein. Noch einmal, runter, aus, hoch, ein. Achtung, wir bleiben so stehen, nehmen die Hand hinter den Kopf, bringen den linken Fuß hinter das rechte Bein über Kreuz.
und biegen uns zur rechten Seite und machen wieder kleine, wirbelnde, federnde Bewegungen. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1. Achtung, auflösen. Und nochmal über Kreuz gehen, jetzt den linken Arm gestreckt zur Seite nach rechts biegen. Nochmal. Kleine, wirbelnde, federnde Bewegungen. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1. Achtung, die andere Hand, die rechte Hand über die Hand des gestreckten Armes liegen und aktiv den gestreckten Arm nach oben in die Hand drücken. Für 10 Sekunden weiteratmen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Ausschütteln die Arme und die Beine. Jawohl. Okay, Achtung, der Stuhl bleibt in der Nähe, falls jemand ein bisschen Probleme hat mit dem Gleichgewicht. Und wir fangen an, uns auf die Zehenspitzen zu stellen. Ja? Drückt euch richtig nach oben auf die Zehenspitzen. Und ihr sollt vor allen Dingen den Großzieh spüren. Also nicht irgendwie nach außen, sondern schön den Großzieh spüren. Großzieh spüren. Jawohl. Hochdrücken. Hochdrücken. Noch 5. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Noch 1. Und Achtung, in die Hocke gehen. Leichte, wippende, federnde Bewegungen. Rücken ist gerade. Links rund machen. Rücken ist gerade. Gesäß nach hinten herausstrecken. 5, 4, 3, 2, 1 und Achtung, aufrichten, wieder auf die Zehenspitzen. Aber jetzt möchte ich haben, dass ihr auch auf die Fersen geht. Zehenspitzen abheben vom Boden und aufdrücken. Wer fühlt, der fällt um, hält sich mit einer Hand am Stuhl fest. Schön. 10 Verse. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und wieder leichte, wippende Federn mit den Knien nach unten. Achtet darauf, dass die Knie über eure Fußspitzen sozusagen wippen, nicht irgendwie nach innen oder nach außen, einfach wippen. Wie als würdet ihr euch auf den Stuhl setzen wollen. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und Achtung, nach oben kommen, ausschütteln die Beine. Jetzt wird es noch ein bisschen gemeiner. Ihr dürft euch gerne am Stuhl festhalten. Wir machen die Füße wieder über Kreuz. Das heißt, das Rechte kommt hinter das Linke. Und ihr versucht mit beiden Füßen möglichst parallel zu stehen. Also rechts hinter das linke, aber den Fuß so weit wie möglich nach vorne schieben. Und jetzt versuchen wir hier mal auf die Zehenspitzen zu kommen. Und versucht hier auch mal ruhig auch den Großzeh vor allen Dingen zu spüren. Großzeh auf den Boden drücken und so hoch kommen, wie es geht. Noch 5. Noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und Achtung, auflösen, Beine ausschütteln und andersrum. Das linke kommt hinter das rechte Bein. Auch so nah wie möglich zusammen und nochmal hochdrücken. Ja? Aber auf der Seite geht es bei mir jetzt ein bisschen schwieriger. Liegt vielleicht daran, dass ich schon ab und zu mal ein bisschen Probleme mit der Hüfte habe. Also nicht wundern, das ist ganz normal, wenn beide Seiten nicht gleich gut gehen. 5, noch 4, noch 3, noch 2,
Noch eins und locker lassen. Die Beine ausschütteln. Wir bleiben auf der rechten Seite mit dem Stuhl. Wir halten uns mit der rechten Hand fest und machen mit dem linken Bein zur Seite einen Ausfallschritt. Also das eine Bein ist gebeugt, das andere ist zur Seite gestreckt nach außen. Das Gewicht ist auf dem gebeugten Bein in der Nähe vom Stuhl. Und wir fangen mal an, das Bein ein bisschen zu rein zu wippen. Achtung! Der Fuß ist komplett am Boden, nicht aufstellen, komplett am Boden und wippen. 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 Noch fünf, noch vier, noch drei, noch zwei, noch eins und hochkommen, ausschütteln. Nochmal in die Position gehen. Bloß, dass wir jetzt uns auf die Ferse stellen und das Bein nach außen drehen. Wir drehen das Bein nach außen, wir drücken die Ferse in den Boden, wir drehen unseren Oberkörper ein bisschen zu dem Bein und gehen so weit nach unten, dass wir einen schönen Zug spüren und drücken jetzt für 10 Sekunden die Ferse in den Boden. Fertig? Los! Drücken! Weiter! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und aufgehen, aufstehen, ausschütteln die Beine und wir wechseln auf die andere Seite. Der Stuhl ist auf der linken Seite, das rechte Bein wird zur Seite weggestreckt, das linke Bein ist leicht gebeugt, das rechte Bein ist maximal gestreckt. Der Fuß bleibt komplett auf dem Boden und wir wippen wieder ein bisschen in das rechte Bein rein. Wippen. Weiter atmen. Noch fünf, noch vier, noch drei, noch zwei, noch eins und Achtung, aufrichten. Kurz die Beine ausschütteln. Und nochmal in die gleiche Position gehen, bloß dass wir jetzt das rechte Bein nach außen drehen und auf die Ferse stellen, den Oberkörper, den Rumpf zum rechten Bein drehen, mit dem Oberkörper so weit wie möglich nach unten gehen, dass wir es noch festhalten können und aktiv die Ferse jetzt für 10 Sekunden in den Boden drücken. Auf die letzte, fertig, los und drücken. 9, meine Arme, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Sehr gut. Nochmal aufrichten. Wir stellen uns im Endeffekt vor den Stuhl und machen das gleich jetzt nach links und nach rechts. Ich mache es mal so. Ich hoffe, ihr seht es. Wir gehen mit beiden Beinen ein bisschen auseinander. Und wechseln jetzt einmal auf das linke und auf das rechte Bein. Links, rechts, links, jawohl, rechts. Weitermachen, weiteratmen. 5, 4, 3, 2, 1 und Achtung, nach oben kommen und jetzt bleiben wir im Endeffekt vor dem Stuhl stehen. Wir heben das rechte Bein ein bisschen nach hinten, die Zehenspitzen sind angezogen, der Oberkörper ist gerade und machen nur eine kleine Bewegung nach hinten. Ihr solltet nicht mit dem Oberkörper nach vorne gehen, sondern kleine, tickende Bewegungen mit dem gestreckten Bein nach hinten. 5, 4, 3, 2, 1 und wechsel. Gerade aufrecht stehen, anderes Bein liegen, Zehenspitzen anziehen, kleine, wippende, federnde Bewegung nach hinten mit dem gestreckten Bein. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und
locker lassen, Beine ausschütteln. Wir machen eine kurze Pause. Setzt euch hin, ruht euch aus, trinkt vielleicht einen Schluck. Wir machen gleich weiter. Gut, zweiter Durchgang Bewegungsstunde. Wir brauchen jetzt den Stuhl. Wir machen die nächsten Übungen im Sitzen. Das heißt, ihr setzt euch bitte auf den Stuhl hin. Und das Erste, was wir machen, ist Schulterkreisen. Ja, ihr kreist die Schulter nach hinten. 5, gerade sitzen, 4, 3, 2, 1, Achtung, Beine verschränken. Nochmal Schulterkreis. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Achtung, rechten Arm am linken Bein vorbei. Und jetzt sollt ihr den gestreckten Arm und das linke Knie ineinander drücken. Feste drücken, wieder 10 Sekunden lang halten, gerade aufrecht bleiben. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Arm locker lassen und nach hinten ein bisschen wippen. Wer es mit den überschlagenen Beinen nicht schafft, der lässt die Beine nicht überschlagen. Wichtig ist Arm strecken, Finger lang machen. Jawohl, wippen. 5, 4, 3, 2, 1 und Stopp. Auflösen, Beine parallel stellen, Oberkörper nach vorne beugen, Hände sind außen an den Knien und wir drücken wieder die Knie aktiv nach außen unsere Hände für 10 Sekunden. Auf die Plätze, fertig, los, nach außen drücken, nach außen. 9, 8, 7, weiteratmen. 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Gerade sitzen, nicht anlehnen. Schulter kreisen. Richtig große Schulterbewegung machen. 5, 4, 3, 2, 1. Achtung, andere Seite des Beins überschlagen. Jetzt kommt das rechte über das linke. Der linke Arm geht gestreckt am rechten Knie nach unten vorbei. Wir strecken unseren Oberkörper ein bisschen und drücken jetzt den gestreckten Arm und das rechte Knie ineinander. Mit der anderen Hand halten wir zum Stuhl fest und halten es für 10 Sekunden weiter. Finger strecken. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, loslassen, den Arm nach hinten rotieren und kleine wippende Bewegungen nach hinten machen. Jawohl, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1, Achtung, auflösen. Beine parallel stellen, Hände außen ans Kniegelenk fassen, Oberkörper geht gestreckt nach vorne und nochmal für 10 Sekunden aktiv die Knie nach außen in die Hände drücken. Auf die Plätze, fertig, los und drücke nach außen. 9, 8, 7, 6, 5, weiteratmen, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Kurz aufstehen, Fäuste machen, Fäuste hinten ins Becken rein, Becken nach vorne schieben, die Beine bleiben gestreckt, ganz vorsichtige, leicht gewippende Bewegung, Kinn bleibt auf der Brust. Wippen, wippen. 5,
noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und locker lassen. Wir setzen uns wieder hin. Sind weiterhin nicht angelehnt, sondern sitzen ganz gerade aufrecht. Wir halten uns mit der linken Hand am Stuhl fest. Der rechte Arm wird zur Seite gestreckt. Und jetzt sollt ihr euch nach links biegen und wieder hochkommen. Arm bleibt gestreckt, nach links biegen und wieder hochkommen. Links biegen und wieder hochkommen. Noch 5. Noch 4. Ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen. Letzte Mal und Achtung, wechseln. Rechte Hand hält am Stuhl fest. Linke Hand geht gestreckt nach außen. Die Finger sind richtig gespreizt. Der Ellbogen ist lang. Zur rechten Seite biegen und der Arm geht nach oben. Biegen. Biegen. Jawohl. Noch 5. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Noch 1. Achtung, Arm nach unten nehmen, beide Arme nach vorne nehmen. Beide Arme nach vorne nehmen. Nach oben strecken und die Lendenwirbelsäule so ein bisschen nach vorne drücken. Also schaut folgendermaßen aus. Arme sind auf Schulterhöhe. Strecken nach oben, wie es geht und zurückkommen. Der Impuls kommt aus der Lendenwirbelsäule ein bisschen. Richtig schön nach vorne schieben. Arme bleiben gestreckt. Noch 5. Noch 4. Noch 3. Noch 2 weiter atmen. 1 und Achtung, Arme vor den Körper verschränken. Und ihr dürft erstmal locker lassen, die Arme, ja? Locker lassen. Okay, Beine hüftbreit auseinander. Achtung, jetzt mit dem rechten Ellbogen zum linken Knie, mit dem linken Ellbogen zum rechten Knie. Abwechselnd. 5. 4, 3, 2, 1, Achtung, nach oben heben, soweit es geht. Nach oben, soweit es geht. Vielleicht könnt ihr mit einem Unterarm eure Stirn berühren, aber ihr bleibt ganz gerade aufrecht. 5, 4, 3, 2, 1 und Achtung nochmal Wechsel. Rechten Ellbogen zum linken. Linker zum rechten. Noch 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Achtung, gerade hinsetzen, Arme wieder nach oben zur Stirn. 6 mal 5, 4, 3 weiter atmen, gerade sitzen bleiben, 2, 1 und locker lassen, die Arme ausschütteln, sehr gut, wunderbar. Okay, wir wechseln kurz mal wieder zu den Beinen. Wir halten uns mit beiden Händen am Stuhl fest und fangen an, die Unterschenkel zu strecken. Das heißt, linken Unterschenkel strecken, rechten Unterschenkel strecken. Links, rechts, passt bitte auf, dass er nicht das macht, ja, sondern macht es so, dass er möglichst aufrecht sitzen bleibt. Ja, okay. Noch 6, 5, 4, 3, 2,
Eins, Achtung, Beine ganz weit auseinanderstellen und die Knie nach innen fallen lassen, ganz locker. Versucht euch mit den Händen nach oben zu drücken, dass eure Wirbelsäule möglichst gerade ist. Locker nach innen wippen. Noch fünf, noch vier, noch drei, noch zwei, noch eins. Achtung, wieder gerade hinsetzen, wieder die Unterschenkel strecken. Unterschenkel strecken. Zehenspitzen richtig anziehen. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Achtung, Beine nach außen. Entschuldigung, Beine nach innen. Die Fußsohlen zusammenbringen. Wir halten uns weiterhin an dem Stuhl fest. Drücken uns mit den Händen ein bisschen nach oben, dass die Wirbelsäule gerade ist. Und jetzt sollte mit den Knien mal nach außen wippen. Ganz locker nach außen wippen. Jawohl. Noch fünf, noch vier, noch drei, noch zwei, noch eins. Achtung, gerade hinstellen. Wir bleiben nicht angelehnt, der Rücken ist gerade. Wir rutschen ein bisschen auf die rechte Seite und versuchen wie immer, unser rechtes Bein so weit wie möglich nach hinten zu bringen. Dabei bleibt der Oberkörper gerade. Nicht nach vorne beugen, gerade bleiben. Und versuchen jetzt weiterhin die Ferse noch ein bisschen weiter nach hinten zu strecken. Nach hinten strecken. Noch fünf, noch vier, noch drei, noch zwei, noch eins. Achtung, wir halten uns mit der linken Hand am Stuhl fest. Wir bleiben in dieser Position und bringen den rechten Arm wieder gestreckt an dem linken Knie vorbei und drücken jetzt mal wieder aktiv das linke Knie in den gestreckten Arm rein, bleiben gerade aufrecht und jetzt sollte auch noch weiterhin versuchen, ein bisschen mit der Ferse nach hinten zu wippen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Ja? Wichtig dabei ist immer, dass ihr bestimmt, wie weit das Knie nach hinten geht, dass ihr auch bestimmt, wie weit geht der Arm rüber. Es kann so weit sein, es kann aber auch nur die Hand sein. Ja? Ihr sollt eure Position finden, wo ihr diese Übung noch machen könnt. Ja? Und wenn das, der Fuß nur so dasteht, ist es auch schon gut. Und wenn die Hand nur so da ist, ist auch alles wunderbar. Okay? Wir wechseln auf die andere Seite. Also jetzt gehen wir mehr auf die linke Seite. Das linke Bein wird nach hinten gesetzt. Und wir fangen erstmal an, das linke Bein locker nach hinten zu wippen. Oberkörper bleibt gerade. Wippen, wippen. Wippen, jawohl. Wir nehmen den linken Arm, führen den am rechten Knie vorbei und drücken mit dem rechten Knie nach außen in die Hand rein. Halten das für 10 Sekunden und versuchen gleichzeitig, jetzt geht auch noch ein bisschen mit der Ferse, nach hinten zu wippen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Die Beine wieder nach vorne bringen. Wir stehen wieder kurz auf. Wir machen wieder zwei Fäuste. Bringen die Fäuste hinten ins Becken, schieben das Becken nach vorne. Die Beine bleiben gerade, nicht abknicken. Beine bleiben komplett gestreckt und machen wieder leichte, wippende, federnde Bewegungen. Jawohl. Noch fünf, noch vier, noch drei, noch zwei,
Noch eins und locker lassen. Wir setzen uns nochmal hin. Wir bleiben nicht unangelehnt, also wir bleiben unangelehnt, also nicht hinten reingehen, sondern wir bleiben angelehnt, nicht angelehnt, Entschuldigung. Wir biegen den Oberkörper gerade nach vorne. Wir nehmen die Hände, wenn es geht, hinter den Kopf. Wenn es nicht geht, tun wir sie vorne überkreuzen. Und machen kleine rotierende Bewegungen nach links und nach rechts. Oberkörper bleibt gerade und nach vorne gebeugt. Weiteratmen. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1. Achtung, aufrichten. Nach hinten anlehnen. Hände wieder hinter den Kopf. Und über die Lehne lehnen, soweit es geht, dass der Brustkorb vorgedehnt ist. Und dreimal tief und kräftig einatmen. Auf die Plätze, fertig, los. Achtung, wir kommen wieder nach vorne, nehmen die Hände erstmal vorne auf die Oberschenkel, rutschen wieder ein bisschen nach vorne, setzen uns gerade hin und schieben jetzt wieder einmal das linke und das rechte Bein nach vorne. Schieben. Schiebe gerade aufrecht bleiben. Noch 6, noch 5, noch 4. Noch 3, noch 2, noch 1. Achtung, Hände wieder hinter den Kopf oder vor den Körper überschlagen. Wir legen uns nochmal nach vorne. Wir bleiben richtig lang. Und jetzt machen wir kleine Bewegungen nach oben und nach unten mit dem gestreckten Oberkörper. Atmen nicht vergessen. Weiteratmen. Wippen, kleine Bewegung. Ich kann nach oben kommen, ich kann nach unten kommen. Noch 6, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1. Und nochmal vorne halten, nochmal halten, weiter atmen. 5, 4, 3, 2, 1 und aufrichten. Am Stuhl nach hinten rutschen, Hände hinter dem Kopf über die Lehne lehnen und nochmal richtig schön dreimal ein- und ausatmen. Und die Arme wieder runternehmen. Und wir machen eine weitere kurze Pause. Wir werden mal kurz aufstehen, einen Schluck trinken. Wir machen dann gleich weiter. Wir kommen zu unserem letzten Durchgang für die heutige Bewegungsstunde. Wir bleiben erst einmal stehen. Und ich möchte nochmal haben, dass ihr eure Arme rechts von euch wegspreizt. Dabei wirklich darauf achtet, dass die Arme gestreckt sind. Ja? Also nicht irgendwie so und auch die Finger nicht so, sondern gestreckt. Von der Höhe her dürft ihr variieren. Wenn ihr merkt, auch da oben auf Schulterhöhe, das ist mir schon, das tut mir die Schultern weh, dann geht ihr einfach ein bisschen weiter nach unten. Und möchte jetzt haben, dass ihr in dieser gestreckten Position mal euren Körper dreht, der Kopf schaut immer nach vorne. Kopf schaut immer nach vorne. Einfach drehen, die Spannung ist in den Armen, macht es bitte nicht zu schnell. Ja? Spannung ist in den Armen. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und Arme schwingen so zur Seite. Also jetzt locker lassen,
raus, die Spannung rausnehmen aus den Armen, ins Elefantenrüssel schwingen, einfach die Arme aus den Schultern raushängen lassen. 5, 4, 3, 2, 1 und Achtung, die Arme nach vorne heben. Die Handflächen zeigen nach unten. Gerade aufrecht stehen, wer will, kann sich jetzt auch hinsetzen bei der Übung. Aufdrehen, dass die Handflächen nach oben zeigen, Faust machen, versuchen, ein bisschen so einzurollen, wieder strecken, aufmachen, wieder zurückkommen. Faust machen, einrollen, wie beim Motorradfahren, aufmachen und wieder nach außen zeigen. Faust, einrollen, aufmachen und wieder nach unten drehen. Faust, einrollen, aufmachen und wieder nach oben drehen. Noch zweimal. Faust, rollen, aufmachen, drehen. Faust, rollen, aufmachen, drehen und locker lassen. Arme schwingen wieder. Achtung, die Hände falten, auf die Brust legen, Ellbogen kommen ein bisschen nach oben, Schultern nach unten ziehen und jetzt aktiv die Hände zusammendrücken. Ihr seht, ich habe die Finger geöffnet, ja, wie so ein Luftwähler, weiß nicht, wie die Dinger heißen gerade. Und jetzt drücken wir aktiv die Hände ineinander zusammen und wachsen dabei. Werden noch ein bisschen größer. 10 Sekunden lang halten. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Achtung, falten. Und jetzt ziehen wir die Finger nach außen. Ellbogen nach außen zurück. Nach außen ziehen. 5, 4, 3, 2, 1, Achtung, Hände vor den Körper übereinander legen, Schultern werden nach unten gezogen, wieder die Hände ineinander drücken. 10 Sekunden, fertig, los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, weiteratmen, 1, locker lassen. Schwingen und dann in die andere Position gehen, das heißt Handwechsel. Die andere ist jetzt unten und die andere oben und nochmal ineinander drücken. Schultern sind unten, Kopf gerade, drücken. Weiter an. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen die Arme. Sehr gut. Wieder ausschütteln. Okay. Achtung. Wir machen nochmal die Arme hier zusammen. Also so übereinander legen. Und jetzt möchte ich haben, dass ihr die einmal zu der einen Seite dreht, dass der eine Ellbogen oben ist. Ihr dürft noch den Oberkörper ein bisschen drehen. Und dann die andere Seite, da knackt es auch höchstwahrscheinlich mal. Und nochmal drehen. Ellbogen, die Arme, Unterarme bleiben zusammen. Es ist nur ein Drehen und nach oben bringen eines Ellbogens, indem ihr euch zur Seite biegt. Hoch damit den Ellbogen, jawohl. Und nochmal die andere Seite. So eine Achselhöhle kann es sein, dass es ein bisschen zieht. Ja. Und noch einmal die Seite. Atmen nicht vergessen. Atmen nicht vergessen. Und locker lassen. Arme ausschütteln. Und wir setzen uns auf den Stuhl. Bringen den linken Arm nach vorne. Biegen das Handgelenk nach unten. Der linke Arm ist gestreckt und
Nehmen die anderen Arme und drücken die Finger und wippen Federn noch ein bisschen weiter nach unten. Wippen. Ja? Wippen. Ich stelle mich mal hin, ihr dürft sitzen bleiben, dann sieht das besser. Wippen. So weit wie möglich abbiegen. Achtung. Wir bringen das Handgelenk nach oben. Ja? Nehmen die Finger von hinten und ziehen es so weit wie möglich nach hinten. Ihr seht es. Mein linkes Handgelenk ist durch die vielen Behandlungen, die ich gebe, schon ein bisschen, ja, da ist Potenzial in der Beweglichkeit da. Und es tut immer sehr, sehr gut. Finger bleiben gestreckt, der Arm bleibt gestreckt. 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Andere Seite. Rechten Arm. Ihr müsst ihn nicht auf Schulterhöhe haben, ihr könnt ihn auch weiter unten haben. Ich mache es so schon auf Schulterhöhe. Der Arm ist gestreckt, Handgelenk ist nach unten gebeugt. Wir greifen mit der anderen Hand vorne an der Hand und drücken es gefühlvoll ein bisschen weiter nach hinten. Ja, das soll jetzt nicht großartig irgendwie schmerzen. Wie gesagt, ihr könnt dabei sitzen bleiben. Noch 5, noch 4, noch 3. Noch 2, noch 1 und Achtung, Handgelenk kommt nach oben. Wir nehmen die Finger und biegen die Finger noch ein bisschen weiter nach hinten. Leicht wippend, federnd. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und locker lassen. Arme ausschütteln. Wir bleiben zum Sitzen und setzen uns gerade aufrecht hin, nicht hinten anlehnen. Wir drehen den Kopf zur linken Seite, zur linken Schulter, gehen mal nicht in die maximale Stellung, sondern kommen zurück und schauen zur rechten Schulter. Einfach eine schöne, gleichmäßige Bewegung machen, den Kopf nicht hängen lassen, die Augen schauen geradeaus, gleichmäßig fließend. Muss nicht in die maximale Endposition sein, sondern ein schönes, leichtes Dehnen sein, wenn ihr den Kopf zur einen oder zur anderen Seite dreht. Noch zweimal. Noch einmal. Und wir kommen in die Mitte zurück. Biegen den Kopf zur Seite, also jetzt nicht drehen, sondern biegen. Sonst haben wir das immer hier mit dem hier gemacht, mit der Hand über den Kopf, diesmal nicht. Diesmal bleiben wir ganz gerade sitzen und wir biegen ihn einmal zur einen Seite und mal zur anderen Seite. Ja, gerade zur Seite, wenn hier schöne Spannung hat, hochkommen zur anderen Seite. Ja, auch wieder nicht maximal, sondern so, dass er eine schöne, angenehme, leichte Dehnung hat. Atmen nicht vergessen. Ausatmen beim Biegen. Einatmen beim Hochgehen. Noch zweimal und locker lassen. Achtung, wir rollen den Kopf nach vorne ein, sobald es geht, ist wirklich nur der Kopf, nicht die ganze Wirbelsäule, sondern den Kopf einrollen und dann nach oben strecken, gerade sitzen und jetzt nach hinten, bitte nicht den Kopf, sondern öffne die Brust mal nach oben. Ja? Öffne die Brust nach oben. Kommt wieder zurück. Rollt den Kopf nach vorne wieder ein. Kommt mit dem Kopf wieder nach oben. Nimmt ruhig beide Hände hier und zieht. Öffnet die Brust ein bisschen, dass der Kopf sich nach hinten legen kann. Und wieder zurückkommen. Und ein letztes Mal. Einrollen, jetzt ist leider hier ein Mikrofon an, wer das Mikrofon abgestellt hat, wieder ausmachen. Plötzlich klappern.
Und wieder hochkommen. Oberkörper aufrichten, nach hinten biegen. Und zurück in die normale Position kommen. Wir nehmen die Hände, greifen so ein bisschen in die Rippen. Ja, und jetzt biegen wir noch einmal den ganzen Rippenbrustkorb einmal nach links und nach rechts. Nach links und nach rechts. Und nehmen mal mit den Fingern richtig schön wahr, wie sich die Rippen, wenn man den zur Seite biegt, öffnet. Biegen. Öffnen die Rippen. Spüren, wie die aufgehen. Jawohl. 3, 2, noch 1. Locker lassen. Wir greifen uns nochmal mit den Händen in die Backen und das Gesicht, mit den Fingern. Und es soll jetzt richtig aktiv, schaut ein bisschen komisch aus, aber richtig aktiv mal in das Gewebe, in die Haut reingehen. Und alles mal so schräg nach oben, vorne an den Ohren vorbeiziehen. Mund ist dabei locker offen, okay? Und nochmal aufhören. Und nochmal unten ansetzen. Und nochmal alles nach oben ziehen. Richtig schön nach oben ziehen. Bis vor den Ohren auf Höhle Augen. Und wir gehen nochmal raus. Und ein letztes Mal reingehen ins Gewebe. Nach oben ziehen. Los, jetzt gehen wir noch weiter vor dem Ohr vorbei und gehen in seitlich den Finger oben und reißen uns einmal noch die Haare nach oben und nehmen die Hände nach unten und legen die auf die Beine ab. Heute dürft ihr mal euch richtig schön anlegen, euch gemütlich machen. Und nochmal für 30 Sekunden die Augen schließen und einfach ein bisschen nachspüren in den Körper. Ab jetzt. Augen schließen und einfach mal den angenehmen, warmen Körper. Okay, wir öffnen unsere Augen wieder und das war's wieder mit der Online-Bewegungsstunde. Vielen Dank, dass ihr alle wieder so zahlreich mitgemacht habt. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich schalte jetzt wie immer die Kamera aus. Wenn jemand noch Fragen hat, stehen wir noch für Fragen zur Verfügung. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Tschüss.